Und all das wird wieder eingeleitet von Professor Peter Filzmaier und seiner Analyse. Peter, zum ersten Mal in diesem Wahlkampf prallen Dominik Knepp und Heinz-Christian Strache aufeinander. Beide haben gestern ganz ordentlich auf ihre Gegner hingehaut. Wird es zwischen den beiden Ex-Freunden heute vielleicht noch härter? Ja, einen schönen guten Abend. Das hat natürlich heute etwas von Blau gegen Blau oder Ich gegen Ich oder wer ist das Original? Ich, ich, ich. Wer ist die Kopie? Du, du, du. Denn Dominik Knepp und Heinz-Christian Strache waren nun einmal jahrelang in derselben Partei. Und nach Ibiza-Jahr und Spesenaffäre und Hinauswurf von Heinz-Christian Strache aus der FPÖ, um deine Frage zu beantworten, Paul Tesarek, ist es natürlich so, dass viele erwarten, eine Art sprachliche Feldschlacht auf offener Medienbühne mit gegenseitigen Angriffen im Bereich der Gürtellinie und darunter, wo man sich gegenseitig vorwirft, was für ein mieser Charakter der jeweils andere wäre. Vielleicht kommt es aber auch ganz anders und beide sind übereingekommen, sich nicht unschöne Dinge aus der gemeinsamen Vergangenheit im Fernsehen zu erzählen, denn da freuen sich ja die vier abwesenden Parteien am allermeisten. Schauen wir uns die Ausgangslage an zwischen diesen beiden Diskutanten. Bei der letzten Wien-Wahl im Jahr 2015 hat die FPÖ mit fast 31% der Stimmen ein sehr gutes Ergebnis erreicht, liegt allerdings im Durchschnitt der Umfragen der letzten Monate viel schlechter, das ist unbestritten. Diskutiert wird, ob man halbiert, gedrittelt oder gevierteilt wird. Durchschnitt der Umfragen mit 11% würde einer Drittelung vom Wahlergebnis etwa entsprechen. Für Heinz-Christian Strache gibt es naturgemäß keinen Vergleichswert. Er war ja vor 5 Jahren der Spitzenkandidat der FPÖ. Im Umfragedurchschnitt der letzten Monate liegt seine neue Liste bei 5%. Wir haben diesmal erstmals keine Wählerströmgrafik, denn die Wählerströme von FPÖ zu FPÖ lassen sich nicht grafisch darstellen. Stattdessen haben wir uns den Umfrageverlauf für beide Parteien im Jahr 2020 angesehen. Sie sehen unten auf der Grafik ausgewählte Umfragedaten und beide Parteien schwanken in einem Bereich, der für sie wohl enttäuschend ist, nämlich die FPÖ rund um die 10%-Linie und das Team Heinz-Christian Strache rund um die 5%-Linie. 5% ist auch die Mindesthürde, um Landtags- und Gemeinderatsmandate überhaupt zu bekommen. Die letzten Ergebnisse ganz rechts am Ende der Grafik, das wären 9% aus der letzten Umfrage für die FPÖ und 4% für Heinz-Christian Strache. Das wäre natürlich schlecht und grottenschlecht, kann sich aber bis zum Wahltag selbstverständlich noch ändern. Und das hängt auch davon ab, wie gut sich jetzt die beiden Kandidaten präsentieren, nämlich bei Ingrid Thurnherr und bei Paul Tesarek. Zu euch gebe ich zurück. Peter Filzmaier hat es so richtig spannend gemacht und jetzt kann es endlich richtig losgehen. Herzlich willkommen an das erste Gästepaar des heutigen Abends, Dominik Knepp. Guten Abend. Schönen guten Abend. Und Heinz-Christian Strache, ebenfalls guten Abend. Grüß Gott. Ja, wir sind gespannt, was Sie sich vorgenommen haben. Sie stehen einander ja das erste Mal live und direkt in einem Fernsehstudio gegenüber und haben sich nicht besonders viele Nettigkeiten in letzter Zeit gegeneinander ausgerichtet. Herr Strache, Sie halten Österreichs Justiz ganz schön auf Trab, muss man sagen. Gegen Sie wird wegen verschiedener Verdachtsmomente ermittelt, Betrug, Untreue, Bestechlichkeit. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Sie haben ihrerseits Herrn Knepp auf Ehrenbeleidigung und Kreditschädigung geklagt. Was werfen Sie denn Herrn Knepp jetzt vor? Ja, zum einen muss man, glaube ich, kurz darauf replizieren, was Sie gerade in den Raum gestellt haben. Ja, es gibt viele Anpatzungen, anonyme Anzeigen, auch Verleumdungen, wo sich einige bereits in Luft aufgelöst haben und wie eine Luftblase zerplatzt sind. Unter anderem wissen wir heute, dass das Ibiza-Video von einer jahrelang tätigen, ich sage schwerkriminellen Struktur über Auftraggeber, die wir noch nicht kennen, tätig geworden ist, um mich mit Konstruktionen zu vernichten. Unter anderem auch ein ehemaliger Sicherheitsmann, der Teil dieser Ibiza-Bande war und auch jahrelang schon zuvor versucht hat, mittels Spesenkonstruktionen gegen mich tätig zu werden. Faktum ist, das Ibiza-Video, wo jetzt das Transkript vorliegt, zeigt eindeutig, dass ich über 120 Mal sehr klar und deutlich dort emotional gesagt habe, ich bin nicht käuflich, ich bin nicht korrupt, ich folge meinen
Überzeugungen und den Interessen der österreichischen Bevölkerung. Und das Verfahren ist eingestellt. Darüber hinaus erleben wir, dass diese Wohnaffäre da war, wo eine Kleinpartei, eine links-linke Partei namens Wandel, wo die FPÖ sich auch eingehängt hat, mir auf einmal meine Wiener Wurzeln absprechen wollten und meine Kandidatur verhindern wollten, obwohl ich ein Wiener bin. Und das hat natürlich das Gericht klar und deutlich gesagt, das ist ein Unsinn, der ist ein Wiener, darf kandidieren. Und jetzt sind die Vereinsverfahren eingestellt worden und heute aktuell gerade das nächste Verfahren, wo eine Frau Kappel jetzt erlebt, dass sie wegen Verleumdung und Betrug Beschuldigte ist, weil sie hier offenbar falsche Anschuldigungen gestellt hat. Es gibt noch immer genug Ermittlungen gegen Sie und ich wollte jetzt eigentlich nur fragen, was Sie eigentlich dem Herrn Nepp vorwerfen, wenn Sie ihn verklagen. Naja, ganz eindeutig. Da ist eine rote Linie überschritten worden, denn leider Gottes hat ein Herr Nepp, der Dominik, wir sind ja per Du, etwas gemacht, was man nicht tut. Er hat Verleumdungen aufgegriffen, er hat Dinge in den Raum gestellt, die einfach ungeheuerlich sind und so nicht stimmen. Und das ist natürlich etwas, wo ganz klar und deutlich eine rote Linie überschritten worden ist. Bei diesen Anpatzungen und Verleumdungen, die eindeutig nicht wahr sind, auch belegbar nicht wahr sind, kann man einfach nicht zuschauen. Und das ist ganz klar, dass deswegen Ehrenbeleidigung und auch anderen Dingen natürlich eingeklagt worden ist. Herr Nepp, was antworten Sie? Also ich habe lediglich aus Berichten von der Staatsanwaltschaft zitiert, das ist legitim. Aber man erkennt ja eines, ja, nämlich, dass allein jetzt schon die Rechtfertigung, die ersten 5 Minuten, die jetzt schon vergeudet wurden, anstatt dass wir über echte Politik sprechen können, sieht ja auch, dass aufgrund dieser vielen Verfahren und Beschäftigungen mit Justiz von dir, lieber Heinz-Christian, du gar nicht dazu kommst, Politik zu machen. Und ich glaube, es ist jetzt auch hier nicht der richtige Ort dafür, dass wir über Straffälligkeiten sprechen, hin oder her. Ich meine, wir haben nur 15 Minuten. Der Strafakt ist, glaube ich, 1000 Seiten dick, hat noch weitere 50 Ordner. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, dass wir heute hier diskutieren, nicht über irgendwelche Vergehen oder Verbrechen, sondern darüber, wie wir Politik in Zukunft gestalten wollen. Und da gibt es halt in Zukunft nur die FPÖ, die als sehr rot-weiß-roter Schutzschild und als Schicksalsgemeinschaft schon seit über 60 Jahren unterwegs ist, im Sinne der Österreicherinnen und Österreicher, im Sinne der Wienerinnen und Wiener, wo wir uns eben für den echten Wiener einsetzen, der für uns der Staatsbürger ist, wo wir einen Staatsbürgerbonus wollen bei der Vergabe von Gemeindewohnungen, wo wir die Mindestsicherung gekoppelt haben wollen an die Staatsbürgerschaft, wo wir die Familienbeihilfe nur noch an Staatsbürger auszahlen, weil wir genau eben jetzt in eine Situation kommen durch Corona, wo es zu einer Ressourcenknappheit kommt, zu einem wirtschaftlichen Abschwung, und darauf gilt es ja, die Antworten zu finden, und da müssen wir uns nicht beschäftigen mit irgendwelchen Justizskandalen, sondern wir haben Zeit für die Bürger, für die Politik, für die Menschen, dass wir uns eben einsetzen können und Lösungen präsentieren können. Schon, und das ist das Wichtige, glaube ich, auch heute in der Diskussion, und nicht über irgendwelche Verfahren oder irgendwelche Spesen oder irgendetwas zu reden. Naja, vielleicht nur zur Anmerkung, ne? Die Anpatzungen und der Verrat gehen ja leider auch von dir aus und von anderen, wo man ganz bewusst mit Anpatzungen und Verleumdungen auch operiert hat in den letzten Tagen und Wochen. Und das ist etwas, was viele Menschen abstößt. Ja? Alleine deine Aussagen, die du getätigt hast, ja, wo du, ich sage, Betrug mir unterstellt hast, wo man heute weiß, dass die Mitarbeiter hier in vielen Bereichen nachweislich schon gelogen haben und der ehemalige Sicherheitsmann ein Teil der Ibiza-Bande ist und bereits auch dann in Folge gestanden hat vor Gericht. Und jetzt ist die Frage, spricht er die Wahrheit oder nicht? Ich sage, nein, er spricht in vielen Bereichen nachweislich nicht die Wahrheit, ist auch aufgedeckt worden. Aber er sagt, dass du seit 2015 involviert gewesen bist und informiert gewesen bist, dass er Umwandlungen getätigt hat. Das steht im Akt und das finde ich ungeheuerlich, weil da geht es dann um deine Aufsichtspflicht, ja, als Finanzreferent, und du hast mich nie darüber informiert. Ich wusste nicht, was diese Mitarbeiter für Rechnungen eingereicht haben, aber du warst informiert, dass sie offenbar umgewandelte Rechnungen eingereicht haben, sagt dieser Sicherheitsmann, und hast mich nie informiert, du hast sie mir nie gezeigt, und da stelle ich die Frage, warum nicht? Was hast du da für eine Rolle gespielt? Und so wie du die letzten Wochen und Monate mich verleumdet und angepatzt hast, habe ich fast den Eindruck, du bist da involviert. Also das heißt, Sie unterstellen jetzt Herrn Nepp eigentlich der Urheber der ganzen Spesenaffäre. Nein, auch du, mein Sohn Brutus, würde ich sagen, dass das, was hier zum Vorschein gekommen ist, ist in Wahrheit keine Verlässlichkeit, keine Loyalität. Ich habe 15 Jahre lang die Freiheitliche Partei, in einer Verantwortung geführt als soziale Heimatpartei und dann viele junge Menschen auch aufgebaut, so unter anderem auch den Dominik, weil ich immer jungen Menschen eine Chance gegeben habe. Und dann kommt so ein Attentat mit kriminellen Stasi-Methoden, wo man mir infolge in den Rücken gefallen ist, wo man Verrat gelebt hat. Und damit hat man aber auch die zigtausenden ehrenamtlichen freiheitlichen Funktionäre in Wahrheit verraten und infolge dann auch inhaltlich die Werte verraten, weil man dann im Wahlkampf gesehen hat, welche Anbiederung an die ÖVP stattgefunden hat, dass man auf einmal eine zweite ÖVP, eine CSU werden wollte und viele Entwicklungen mehr, die die Wähler begonnen haben abzustrafen. Lassen Sie doch den Herrn Nepp bitte antworten. Schwere Anwürfe gegen Sie in dieser ganzen Spesenkausa. Als Finanzreferent sollen Sie alles gewusst und alles gedeckt haben.
Natürlich nicht, das ist vollkommener Blödsinn, vollkommen unglaubwürdig. Wenn wird der Heinz-Christian Strache dann auch behaupten, er war in Ibiza gar nicht dabei, sondern ich bin nur dort gesessen oder andere. Ich kenne diese Aussagen, ich kenne auch noch die nachfolgenden Aussagen, wo ich ihm komplett entlastet werde, wo ihm gerade auch gesagt wird, dass ich ganz genau hingeschaut habe. Allerdings möchte ich nur eines sagen, bei dir ist immer das Programm ich. Ja? Ich empfehle dir mal ein bisschen Bescheidenheit. Ja. Gerade jetzt in so einer schwierigen Zeit, die Menschen da draußen müssen auch bescheiden sein, wäre es auch wichtig, dass man auch du, dass auch du ein bisschen Bescheidenheit lebst und nicht da und ich und ich habe aufgebaut und ich bin der Größte, ich bin der Beste, ich bin der Schönste. Das ist schon fast wie der Karl-Heinz Grasser, der gesagt hat, ich bin zu schön, zu intelligent und zu reich. Und den Eindruck vermittelst du gerade mit deinen Worten. Bei dir ist es immer nur dieses ich und ich empfehle dir auch einmal, Verantwortung zu tragen, ja, für dein Tun und für dein Handeln. Denn das, was du gemacht hast, ist, dass du ja viele Menschen enttäuscht hast, ja, nicht nur Parteifreunde und Gefolgschaften, sondern auch Menschen da draußen, die dich gewählt haben und ihr Vertrauen in dich gesetzt haben. Und die hast du eindeutig enttäuscht. Und wenn jetzt wieder daherkommst mit diesem Opfer, ja, du bist ständig das Opfer, dann muss man sagen, nicht du bist das Opfer, sondern die Erwartungen und die Enttäuschungen, die du angetan hast, den Wählerinnen und Wählern und vor allem auch den Mitarbeitern, die jetzt darunter leiden, die sind enttäuscht. Und da kann ich dir nur sagen, wie du mit den Mitarbeitern auch umgegangen bist, wo es Leserbriefe gibt, jetzt schon von großen Enttäuschungen, wo gesagt haben, nachdem du gegangen bist, es gab, das ist ein Leserbrief aus der Presse, es gab keine Verabschiedung, es gab keine Entschuldigung. Und jetzt ist dieser Mitarbeiter von dir arbeitslos, du hast dich nicht darum gekümmert, dass der wieder in den Job kommt, sondern du hast deine eigene Haut gerettet. Und dann sagt er am Schluss, in Krisenzeiten zeigt sich bekanntlich der wahre Charakter eines Menschen. In diesen turbulenten Tagen ist uns dies eindrucksvoll vor Augen geführt worden. Und jetzt frage ich dich schon am Schluss, wer ist jetzt eigentlich immer das Opfer? Bist jetzt du das Opfer oder sind das die Mitarbeiter, die jetzt arbeitslos sind oder die Wähler, die du enttäuscht hast? Und bitte sag nicht schon wieder nur in deinem Programm ich. Na, also genau das Gegenteil ist der Fall, denn selbstverständlich bin ich bis 23 Uhr bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern damals gesessen und habe mich verabschiedet, das ist dokumentiert. So gesehen kommst du wieder mit Unwahrheiten, aber das ist halt die Methode. Dein Programm ist nur mehr gegen Strache, gegen Strache, gegen Strache. Nein, für Österreich. Und da oder dort ein bisschen sozusagen meine Inhalte, die ich als Obmann 15 Jahre als soziale Heimatpartei aufgebaut habe, nachzusprechen. Das ist ja löblich, bin auch froh, du bist ja auch ein guter Schüler gewesen, neben anderen, aber so wie ihr euch veraltet, nicht nur mir gegenüber, sondern auch meiner Familie gegenüber. Und wie ihr auch letztlich mit euren eigenen Leuten umgeht, kann ich dokumentieren. Ihr habt hier wirklich, ich sage, eine Eiseskälte walten lassen in der Partei. Es ist harter Streit. Ja? Es ist Bespitzelung in der Partei gang und gäbe. Es werden Mitarbeiter, die bei mir auf meiner Facebook-Seite ein Like setzen oder mit mir Kontakt haben, bedroht, nämlich dahingehend, dass sie ihren Job sofort verlieren oder sofort ausgeschlossen werden aus der freiheitlichen Familie. Das ist nicht mehr freiheitlich. Ihr habt da einen Weg beschritten, wo viele Menschen empört sind, die mir 2015 als Spitzenkandidat mit 31% des Vertrauens geschenkt haben. Das sind 18.000 Vorzugsstimmen gewesen, wo du damals 170 gehabt hast und heute als Vizebürgermeister in einer Position sitzt, wo ich sagen muss, du damals jetzt nicht den großen Beitrag geleistet hast. Und der Punkt ist der, das sind die zigtausenden ehrenamtlichen Funktionäre, die heute enttäuscht sind über euren Umgang, weil ihr nicht hinter mir gestanden seid nach dem politischen Attentat und in Wahrheit gezeigt habt, dass es einzelnen wenigen wie dir, und das sind wenige, in Wahrheit eiskalt darum geht, Macht zu übernehmen, aus egoistischen Gründen, aber nicht die freiheitliche Familie und deren Werte gerettet An dieser Stelle möchte ich jetzt mal kurz fragen und mich einblenden in diese öffentliche Paartherapie hier. Was auffällt, ist, Sie beide haben einander offensichtlich noch nicht das Du-Wort entzogen, wie seinerzeit, glaube ich, Sie dem Herrn Strach, dem Herrn Haider, vor 12 Jahren, glaube ich, war das. Schließen Sie es denn aus, dass es nach der Wahl wieder zu einer Zusammenarbeit kommen könnte? Denn inhaltlich könnten sich zwei Parteien ja gar nicht näher sein als Sie beide. Also erstens einmal glaube ich ja, dass jetzt das gerade der lebende Beweis war, was das eigentlich nur für eine Ich und Opfer und Ich-Ego-Show ist. Ich sage nein, wenn du so eine Strahlkraft gehabt hättest, dann wären ja viel mehr Menschen mit dir mitgegangen, viel mehr Parteifunktionäre, viel mehr Mitglieder. Du hast am Anfang gesprochen, der Hälfte des Gemeinderatsclubs oder alle gehen mit, im Endeffekt waren es 4. Du hast gesagt, alle Bezirksräte gehen mit, von 370 waren es jetzt, glaube ich, 10, 11, 12. Also nicht nur da und ich, ein bisschen Bescheidenheit und Demut und vor allem Verantwortung für das eigene Tun und Handeln wäre nicht schlecht. Bezüglich einer
Wiedervereinigung, haben Sie jetzt gefragt. Mhm. Ja. Schauen Sie, es wird eine Wiedervereinigung geben am 11. Oktober und zwar ein starkes Signal, weil sich die freiheitlichen Wähler hinter der FPÖ verschanzen werden und als Schutzschild wir da sein werden für Wo die Wählerinnen und Wähler. Wo liegt deine Schmerzgrenze eigentlich? Was ist, wenn es nur einstellig wird zum Beispiel? Also Schmerzgrenze wäre nur beim Zahnarzt und freuen Sie sich nicht zu früh, wir werden schon einmal ganz groß durchstarten und uns jetzt Prozentpunkt für Prozentpunkt zurückholen. Der Filzmeier hat es ja vorher richtig gesagt, wir sind bei 6% gestartet nach dieser Spesenkause und nach Ibiza. Und durch harte, ehrliche, konsequente, patriotische Arbeit haben wir es geschafft, das Vertrauen der Wähler, das ja von dir zu Recht enttäuscht wurde, ja, dass man dieses Vertrauen wieder zurückgewonnen hat. Und wir starten jetzt durch und wollen eben Politik machen für die Wienerinnen und Wiener. Wir reden ja noch weiter, hier in irgendwelchen Streitereien. Na, ich freue mich auf alle Fälle auf den 11. Oktober. Warum? Weil die freiheitlichen Ideale und die freiheitlichen Werte jetzt mit dem Team HC Strache gesichert sind. Warum? Warum? Sie haben ja die Frage gestellt, wo er geantwortet hat. Und darauf wollte ich gerade drauf eingehen. Und genau das ist es. Denn viele, ja, die im Herzen ja, jahrelang hier mitgegangen sind, sind ja empört, wenn sie dann hören, dass jene, die über 15 Jahre Aufbauarbeit da mitgelaufen sind, ehrenamtlich, als Wählerinnen und Wähler das Vertrauen geschenkt haben, dann als Narrensaum beschimpft werden, weil sie dem HC Strache das Vertrauen geschenkt haben. Und die sind auch empört über die ganze Anbiederung, die bei der Nationalratswahl gelebt wurde, in Richtung ÖVP und dann danach man keine Regierungsverhandlungen geführt hat und die Grünen in die Regierung geführt hat. Die Frage ist, können Sie in den, man kann gar nicht sagen, Mutterschoß der Partei, das ist ja fast schon das Sohneschoß irgendwie Ich glaube, dass der Herr Dominik Knepp ganz genau weiß, dass er am Wahlsonntag Geschichte sein wird. Und er weiß ganz genau, dass es viele in der freiheitlichen Familie gibt, die bis heute mit mir Kontakt haben und die sich innigst gewünscht hätten, dass ich als Spitzenkandidat in Wien antrete. Das hat der Dominik Knepp damals verhindert mit einem Ausschluss mir gegenüber. Und viele sehnen sich natürlich herbei, dass mit einem HC Strache es in Zukunft auch wieder eine gemeinsame Zukunft geben kann. Wessen Zeit am Sonntag abgelaufen sein wird, das sehen wir dann am 11. Oktober. Schauen wir jetzt einmal, wie Ihre Zeitbilanz miteinander ausschaut. Es wird im Hintergrund mitgestoppt, mitgemessen und mitgerechnet und es sollte in Kürze die Grafik kommen. Herr Strache, zumindest bei der Zeitmessung sind Sie deutlich vorn, nämlich bei 57%. Paul. Beim ersten Teil der Diskussion ist mir aufgefallen, dass Sie eigentlich sehr offensiv waren und Sie eigentlich fast ein bisschen freundlicher als gestern zu Gernot Blümel. Dafür kommen wir jetzt zu einem Thema, das Sie vorher aufgeworfen haben. Sie wollten über Politik sprechen, das wollen wir auch. Und zwar interessiert uns, wenn man sich Ihre Parteiprogramme anschaut, die ja praktisch gleich sind, wo ist eigentlich der Unterschied? Wonach soll der Wähler entscheiden, wähle ich jetzt FPÖ oder Team HC Strache? Also der Unterschied ist, dass, ja, dass eine Ich-Ich-Ich-Bewegung ist und wir eine starke patriotische Bewegung mit österreichweit über 70.000 ehrenamtlichen Mitarbeitern und rundum Patrioten. Ich komme gleich dazu, Herr Deserich. Und da wollen Sie natürlich, das verstehe ich, ist eine journalistische Frage, wissen natürlich, wenn alles gleich ist, wer ist das Original? Ja? Und ich sage immer, es gibt viele Originale. Sie sind ein Original, die Frau Thurnherr, der Herr Strache ist Original, ich auch ein Original. Aber es gibt halt nur ein politisches Original. Und das im Sinn auch der Nachhaltigkeit, die Politik für die Wienerinnen und Wiener macht. Und das ist die FPÖ. Und wenn wenn der Herr Strache oder du, Heinz-Christian, schon mir nicht glaubst oder den Wählern, dass wir das Original sind, dann vielleicht glaubst du dir dann dir selber, weil du hast selber gesagt damals im August 2006, die FPÖ ist immer das Original. Und ich glaube, tief in deinem Herzen weißt du das auch, nämlich dass es um eine Gemeinschaft geht, um eine Schicksalsgemeinschaft, die die FPÖ betrifft, die es länger gibt, als es dich gegeben hat in der Partei. Vor dir gab es einen Jörg Haider und noch viele andere Persönlichkeiten. Die Partei ist gegründet worden Mitte der 50er Jahre, da warst du noch gar nicht auf der Welt. Darum behaupte ich immer, es ist personenunabhängig, sondern es geht um den Gedanken dahinter. Und wenn Sie jetzt fragen, wo sind die inhaltlichen Unterschiede, gebe ich Ihnen recht, ein bisschen suchen müssen. Aber wir sind dennoch auf einige Sachen draufgekommen. Das erste ist zum Beispiel interessanterweise in der Wahlkabine, wo angekreuzt wurde von dem Team Strache THC, dass sie die jetzige Mindestsicherung beibehalten wollen und nicht zur Sozialhilfe neu und zu einem besseren Modell wechseln wollen. Das heißt, anscheinend wollen sie, so steht es in der Wahlkabine,
die Mindestsicherung beibehalten. Und da haben wir eben ein anderes Modell, wo wir sagen, dass die Mindestsicherung nur an den Staatsbürger ausgezahlt wird, wo eine Mindestsicherung an Integrationsvereinbarungen eingehalten wird. Dass Menschen, die sich nicht, nur zur Erklärung für die Zuschauer, die Wahlkabine ist eine Online-Plattform, wo man die Standpunkte der Parteien untereinander vergleichen kann. Richtig. Und das ist eben der Unterschied, dass wir eben die Mindestsicherung reformieren wollen, besser machen wollen, an Integrationsvorgaben koppeln wollen, an die Staatsbürgerschaft koppeln wollen, weil bei uns hat der Österreicher, der Staatsbürger, der echte Wiener hat immer recht. Und eine zweite Unterscheidung, die ich gefunden habe, war eine merkwürdige Aussendung auch von Ihrem Team HC Strache, nämlich, dass Sie auf einmal sich für Sonntagsöffnungen aussprechen. Und das ist ein großer Unterschied zwischen uns beiden und vor allem zwischen der FPÖ und dir, lieber Heinz-Christian, denn wir waren immer gegen Sonntagsöffnungen. Warum im Handel? Ja, weil es eine Zeit ist, die man mit der Familie verbringen soll, wo sich nicht Großkonzerne es richten sollen, dass Arbeitnehmer ausgebeutet werden, dass sie nicht unter Druck geraten, am Wochenende arbeiten zu müssen und vielleicht nicht Zeit mit den Kindern, mit der Familie oder mit den Großeltern verbringen wollen. Und da verstehe ich diesen Schwenk von dir auch nicht, denn du warst eigentlich auch immer ein Verteidiger des kleinen Mannes. Anscheinend bist du jetzt gewechselt zu dem Verteidiger der Konzerne oder der Multis, aber dass die Sonntagsöffnungszeit jetzt auf du einmal... Du weißt ganz genau, dass du damit einen Unsinn verzapfst. Ich kann ja hoffentlich gleich aufklärend darauf eingehen. Sonntagsöffnungszeiten im Handel. Darf ich nur kurz zur Erklärung auch für die Zuschauer außerhalb von Wien sagen. Sonntagsöffnung, da geht es darum, dass in Wien Tourismuszonen etwa in der Innenstadt definiert werden sollen, wo die Geschäfte am Sonntag offen haben dürfen. Interessante Frage. Sie sind dafür? Also vielleicht grundsätzlich auch dazu. Nein, ich bin generell gegen eine Sonntagsöffnung, aber wir haben in der Zeit der Corona-Krise sehr wohl zeitlich damals gefordert, vom Lockdown weg, wenn der wieder aufgemacht wird, dass man bis Ende dieses Jahres im innerstädtischen Bereich und in manchen Zonen nicht für die großen Firmen, sondern für die kleinen eine Kompensation überlegen sollte, damit sie überleben können und nicht mit den Umsatzeinbrüchen ihr Geschäft verlieren. Das war eine Kompensationsüberlegung, aber grundsätzlich lehnen wir den Sonntag als Arbeitstag ab, weil Zeit für die Familie. Aber jetzt komme ich zum Wesentlichen. Wo sind die Unterschiede? Ich habe sie mir auch angeschaut. Die Soziale Heimatpartei, für die ich 15 Jahre inhaltlich und programmatisch auch meinen Stempel gegeben habe, wird heute nicht mehr gelebt. Man hat das gleich aus dem Namen auch gestrichen, der FPÖ. Ja, man hat sofort eine Diskussion geführt, dass man eine zweite CSU werden will und sozusagen eine Art Anbieterung an die ÖVP. Und inhaltlich hat es das dann auch gespielt. Im Parlament haben alle Parteien der Abschaffung des Epidemiegesetzes aus dem Jahr 1950 zugestimmt. Ja, das war ein Anschlag auf die Unternehmer. Das hätte es mit mir in einem Club als Clubchef nicht gegeben, denn da hat man Referenten, die auch dann das Gesetz durchlesen können und rechtzeitig sagen können, heute Freunde, da gehen wir nicht mit, das ist ein Anschlag. Darüber hinaus, weitere Punkte. Epidemiegesetz bedeutet volle Entschädigung für Unternehmen. Genau. Und darüber hinaus, ja, schauen wir uns die Listen an. Ne? Die Listen, die sind ja auch ganz unterschiedlich. Ich glaube, 2 Frauen unter den ersten 20 beim Herrn Nepp. Bei mir sind es 7 Frauen unter den ersten 20, unter den ersten 10 sogar 4. Das war aber neu. Es zeigt ja auch auf, und es sind auch Kandidaten, wie zum Beispiel ein Polizist mit serbischen Wurzeln auf einem wählbaren Platz. Ja, ein klares Signal auch an leidenschaftliche Österreicher, die einen Migrationshintergrund haben. Das zeigt schon einen Unterschied auf. Das ist auf der Liste natürlich beim NEP nicht gegeben. Und programmatisch muss man sagen, ja, es ist gut, dass der Herr NEP in vielen Punkten, die ich 15 Jahre auch vorangetragen habe, zum Glück was gelernt hat und sie auch vertritt heute. Das ist gut, denn das ist ja ehrenvoll. Aber die entscheidende Frage wird sein, wer wird gegen die rot-grüne Allmacht in Wien, ja, auch der ernstzunehmende Oppositionschef sein. Wer wird sich trauen, denen auch entsprechend entgegenzutreten und wer ist da die letzten Jahre aufgefallen und wer nicht? Ich habe die letzten Jahre von dir, lieber Dominik, wenig mitbekommen als Vizebürgermeister. Ja, das ist bei vielen Wienerinnen und Wienern auch so angekommen, dass du eher unscheinbar warst und dass es da schon einen stärkeren Partner braucht, der die Interessen der Wienerinnen und Wiener vertritt. Wir haben heute für die Duelle ein bisschen mehr Zeit als die letzten Abende, aber irgendwann ist auch hier Schluss. Und wir haben uns aber wir haben uns noch eine Sache zum Schluss vorgenommen. Wir möchten jeden, der heute Abend zu uns ins Studio kommt, am Schluss fragen nach einem ganz konkreten Projekt. Eine Sache, Herr Strache, die, wenn Sie könnten, wie Sie wollten, Sie sofort umsetzen würden. Ein ganz konkretes Ding. Aber ein ganz konkretes. Wir sind der größte Wohnungseigentümer Europas mit 220.000 sozialen Gemeindewohnungen. Und ich habe seit 15 Jahren immer wieder gesagt, es darf nicht sein, dass dieses Gesetz, das unter SPÖ, ÖVP und Grünen aufgehoben worden ist, dass das verschwindet. Das muss wieder her. Es braucht eine Koppelung an die österreichische Staatsbürgerschaft und an Deutschkenntnisse und nachvollziehbare positive Integrationsschritte, damit
damit man eine Vergabe einer sozialen Wiener Gemeindewohnung bekommt. Das, was dort angerichtet worden ist, ist wirklich katastrophal. Und das ärgert die Wienerinnen und Wiener, weil wir soziale Brennpunkte im sozialen Wohnbau vorfinden und viel zu wenig gebaut wird an leistbaren Wohnungen. Sie werden wahrscheinlich jetzt da nicht viel dagegen haben. Was ist Ihr Lieblingsprojekt? Ich muss noch ganz kurz replizieren, weil es ja schon viele wirklich tiefe Anschüttungen auch waren, wo ich sage, Bescheidenheit wäre ein Ding, das dir gut stehen würde und würde ich dir auch empfehlen, um nicht ständig auf ehemalige Weggefährten so hinzuprügeln und hinzudreschen und schlecht zu reden. Weil wenn ich sehe, wenn du dich jetzt aufregst über die Liste, die wir eingereicht haben mit den Kandidaten, muss ich dir sagen, das ist die gleiche Liste, die es bei dir auch gab. Und auf einmal sind schlechte Menschen, Nein, das also fehlt das glaubt mir niemand. Und bei euch wenn ich noch was sagen kann, und das siehst du auch, in welcher Parallelwelt du manchmal lebst, das Epidemiegesetz, das man da dagegen gestimmt hat, ich glaube, deine Frau ist auch im Nationalrat und auch deine Frau hat dagegen gestimmt, für eine Abschaffung des Epidemiegesetzes. Also ich weiß jetzt nicht, was du da im Nachhinein jetzt probierst, herumzudoktern oder herumzudrehen, aber im Endeffekt jetzt bin aber ich am Wort, Heinz-Christian, ich bin am Wort. Und da gilt es natürlich, das Epidemiegesetz wieder in Kraft zu setzen, damit die Unternehmer die volle Entschädigung auch bekommen. Bezüglich der Sonntagsöffnung muss ich da sagen, vielleicht hast du da keine Ahnung von Wien, lebst mehr in Klosterneuburg, denn im ersten Bezirk, sage ich deines, der Handel lebt nicht mehr am Sonntag, weil die Touristen nicht mehr da sind. Aber wenn man vielleicht einmal mit offenen Augen durch Wien gehen würde, würdest du auch erkennen, dass leider die Innenstadt ausgestorben ist das und viele Projekt, Unternehmer darunter leiden. Nein, überhaupt nicht. Bitte, bitte wieder so ich bezogen. Gegen Strache. Ich, dein Programm. Keine Sorge. Schauen Sie, ich bin viel durch Wien herumgekommen. Ja, jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Und durch alle Bezirke durch sagen mir die Wienerinnen und Wiener, dass sie dieses Wiener Lebensgespür verloren haben. Dass man Wien nicht mehr wiedererkennt durch die Massenzuwanderung im Jahr 2015. Aber was ist Ihr Projekt? Durch diesen Strom. Und jetzt geht es darum, dass man ein kräftiges Gegengewicht bildet zu diesem rot-grün-schwarzen Irrsinn im Bereich der Zuwanderung, im Bereich der illegalen Migration. Eine ganz konkrete Maßnahme. Und den Staatsbürger, Staatsbürger wieder an erste Stelle stellt. Das ist mein Programm. Staatsbürger an erster Stelle bei der Vergabe von Gemeindewohnungen, bei der Mindestsicherung, bei weiteren Sozialleistungen und dass es wieder eine Politik gibt, wo der echte Wiener, nämlich der Staatsbürger, an erster Stelle steht und nicht so wie bei Rot, Grün und Schwarz zu einem Bürger zweiter Klasse degradiert wird. Schön, dass Sie sich am Ende ganz einig sind. Kein allzu großer Unterschied. Trotzdem wünsche ich ihm alles Gute persönlich. Wir danken Ihnen beiden für das interessante Gespräch und weiter geht's mit einem